Moin, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect Nummer 2 in der Legendary Edition. Und wir sind gerade auf Omega, glaube ich, angekommen und ja, machen uns mal dran. Wir sollen sofort ins Afterlife. Sofort, das wurde uns mit Nachdruck mitgeteilt. Halten Sie den Mund! Was ist hier los? Eieiei, Junge! Bitte. Sie müssen mir helfen. Wer hat Ihnen erlaubt zu reden, Blödmann? Sind Sie Said Massani? Ja, das bin ich. Sie müssen Commander Shepard sein. Wie ich höre, müssen wir eine Galaxie retten. Ach du Scheiße, der gehört zu uns. Wie viel wissen Sie denn schon? Ich nehme an, man hat Sie informiert. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Cerberus hat mir alles geschickt, was ich wissen muss. Mhm. Und wer ist Ihr Freund hier? Meine Kontakte haben gesagt, wir sammeln einen Mann auf, nicht zwei. Batallianischer Delinquent. Hat jemanden so sauer gemacht, dass er mich angeheuert hat, ihn zu finden. Sogar für meinen Lebendigpreis. Bitte. Ich war es nicht. Klappe, habe ich gesagt. Hat versucht, mich auf eine Verfolgungsjagd durch die ganzen Systeme zu treiben. Er hätte es besser wissen müssen. Die Typen fliehen immer nach Omega. Okay, wie geht es denn mit ihm weiter? Was passiert mit ihm? Ich übergebe ihn und kassiere das Kopfgeld. Was danach mit ihm passiert, ist mir egal. Sie und Cerberus? In welcher Beziehung stehen Sie zu Cerberus? Ganz ruhig. Cerberus bezahlt mir jede Menge Geld, damit ich ihm bei ihrer Mission helfe. Das ist alles. Nicht viele Söldner würden ein Selbstmordkommando wegen der Bezahlung annehmen. Die meisten Söldner kriegen keine Angebote, wie Cerberus es mir gemacht hat. Diese Mission klingt nicht nach einem guten Geschäft. Aber Ihr Unbekannter kann viele Credits locker machen. Okay, was haben wir noch? Naja, dann mal der Normandy Bericht erstatten, ne? Gehen Sie. Richten Sie sich auf der Normandy ein. In Ordnung. Ich mache es mir gemütlich. Der Unbekannte hat Ihnen vermutlich von unserem Arrangement erzählt. Arrangement? Was für ein Arrangement? Ich habe vor einer Weile eine Mission angenommen, kurz bevor ich bei Cerberus angefangen habe. Ich dachte, Sie hätten vielleicht Interesse. Haben Sie schon einmal von Vido Santiago gehört? Er ist der Anführer der Blue Suns, leitet die ganze Organisation. Anscheinend hat er kürzlich eine Elfell Ashland Raffinerie auf Zoria eingenommen und missbraucht die Arbeiter als Sklaven. Das Unternehmen will der Sache ein Ende setzen. Das können wir tun. Ich sorge dafür, dass wir das erledigen. Gut. Wenn wir das aus dem Weg haben, können wir uns darauf konzentrieren, den Helden zu spielen. Ich schalte das Ding lieber ab, bevor es anfängt zu stinken. Wenn Sie das nächste Mal bereit sind, jemanden zu töten, bin ich auch startklar. Ein reizender Typ, den wir da aufgesammelt haben. Na wunderbar. Okay, weiter geht's. Dann machen wir uns mal auf Richtung Afterlife, würde ich sagen. Okay, da ist das Afterlife. Okay, alles klar. Plus zwei abgründig, plus zwei Vorbild hat sich also die Waage gehalten. Ich schaue mich natürlich hier erstmal ein bisschen um. Alter, Ansicht von Omega. Omega, was für ein Drecksloch. Zumindest hält man sich immer auf den Zehenspitzen. Ich war früher schon mal geschäftlich hier. Danach braucht man außer der normalen Dekontamination noch zusätzlich eine lange Dusche. Ja, sieht doch ein bisschen so aus, ne? Aber cool gemacht ist es auf jeden Fall. So, sonst hier noch irgendwas? Hier ist noch irgendein Typ am Rumstehen. Moin, bist du ganz alleine, ne? Oh, kann ich mit dir reden? Nein, okay. Und mehr scheint hier nicht abzugehen. Dann gehen wir mal ins Afterlife, ne? Wir wollen ja nicht zu lange warten lassen, sonst gibt's Mega. Oh, Turiana. Darf ich direkt dran vorbei oder muss ich mich wie der Pöbel anstellen? Hier scheint VIP zu sein. Lassen Sie mich rein. Nein. Aria erwartet mich. Gehen Sie rein. Wenn man Sie erwarten würde, wären Sie längst drin. Okay, wie cool ist das denn? Ja, gehen wir mal los. Willkommen im Afterlife.
Der Club of the Citadel hieß doch genauso, oder irre ich mich da, ne? Ich hab jetzt hier so ein Revival davon. Hier können wir Brandy kaufen. Moin. Jo. Damit haben wir den Brandy am Start. Moin. Einen Drink bestellen. Erstmal was reinknölzen, ne? Man kennt das ja. Das hat er sehr liebevoll eingeschenkt. Das war so richtig, Ja, danke. Danke, Hau, ne? Danke. Damit kann ich arbeiten. Man muss ja immer so einen gewissen Grundpegel am Start haben, ne? Sonst läuft das ja nicht mit den Missionen. Drehen wir hier so eine kleine Runde. Da geht's zur unteren Ebene. Söldneranwerber, moin. Ja, ich will dich gar nicht nerven, ne? Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal nach oben, würde ich sagen. Sieht schon cool aus. Hier ist noch Anto, reden wir mit dem auch mal noch. Moin. Reden Sie mit Aria. Alles klar, ist klare Ansage. Dann machen wir uns auch zu Aria. Aria Tilok. Guten Tag. Das ist nah genug. Entspannt euch jetzt. Entspannt euch ein bisschen. Stehen Sie still. Wozu der Scan? Wenn Sie nach Waffen suchen, machen Sie Ihren Job nicht besonders gut. Man kann bei toten Spectres nicht vorsichtig genug sein. Hinter Ihrem Gesicht könnte jeder stecken. Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauer. Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Ich bin Omega. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Leg dich nicht mit Aria an. Gut, das ist einfach. Ja, einfach genug. Gefällt mir. Kann man sich leicht merken. Wenn sie es vergessen, wird jemand sie daran erinnern. Und dann werfe ich ihren Arsch aus der nächsten Luftschleuse. Also, was kann ich für Sie tun? Archangel. Ich möchte zu Archangel. Sie und halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Halb Omega? Warum sind alle hinter ihm her? Er bildet sich ein, dass er für die gute Seite kämpft. Dabei gibt es auf Omega gar keine gute Seite. Alles, was er tut, verärgert irgendjemanden. Und jetzt holt ihn das ein. Ich brauche ihn. Ich stelle ein Team zusammen und er steht auf meiner Liste. Interessant. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn Sie sich mit Archangel zusammentun. Vorausgesetzt, Sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Erklären Sie das. Was für Schwierigkeiten? Die Söldnergruppen hier haben sich zusammengetan, um ihn auszuschalten. Sie haben ihn in die Ecke getrieben. Aber jetzt fällt es ihnen wohl schwer, ihm den Rest zu geben. Sie heuern jeden mit einer Waffe an, damit er ihnen hilft. Klingt, als wäre das unsere Eintrittskarte. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung. Direkt da drüben. Die nehmen Sie bestimmt. Ah, ich will Infos über den Archangel. Was können Sie mir über Archangel erzählen? Weniger als mir lieb ist. Er ist vor einigen Monaten hier aufgetaucht und macht seitdem alle möglichen Probleme. Wenn man seine eigenen Gesetze macht, und das tut hier jeder, erschwert er einem das Leben ganz schön. Er ist dumm und ein Idealist. Immerhin scheint er begriffen zu haben, dass man sich mit mir nicht anlegt. Das ist ja immerhin etwas. Welche Gruppen folgen Ihnen denn? Welche Söldnergruppen sind hinter Archangel her? Blue Suns, Eclipse, Bloodpack. Das sind die wichtigen auf Omega. Außer im Krieg sieht man sie sonst nie zusammen. Was mit Ihnen? Hassen Sie Archangel? Ich habe keine Zeit für Hass. Ich misstraue allen gleichermaßen. Im Moment bin ich ganz zufrieden damit, wenn sie sich gegenseitig umbringen. Verstehe. Ja, danke für die Infos. Vielen Dank für die Hilfe.
Mal sehen, ob sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass sie ihm helfen wollen. Das werden wir dann sehen. Ich muss dann jetzt los, ne? Aber hier. Untersuchen. Erzählen Sie mir ein bisschen was über Omega. Dann wissen Sie sicher über alles Bescheid, was auf Omega abläuft. Alles, was man wissen muss. Aber ich verrate es nicht einfach so. Wissen ist Macht. Dann machen Sie einen Spaziergang durch die Gassen und spendieren Sie einem Söldner was zu trinken. Oder noch besser, reden Sie mit den Entertainern. Die sind nicht billig, veranstalten aber tolle Führung. Aber verschwenden Sie nicht meine Zeit. Alles klar. Aria! Erzählen Sie mir, wie Sie das hier aufgebaut haben. Das dürfte so ziemlich die geheimste Information sein, die es gibt. Ich habe viele Freunde und Feinde, die ich unterschiedlich weit auf Distanz halte. Sie gehören zu keiner der beiden Gruppen. Mal sehen, als wie nützlich Sie sich erweisen. Kurze Antwort. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Ja, okay. Gleichgültig gegenüber Shepard. Ein Scan und wir sind schon mitten im Geschäft. Normalerweise interessiert es die Leute mehr, wer ich bin. Ihr Tod wurde runtergespielt, war aber mit Sicherheit kein Geheimnis. Ich musste sicher gehen, dass Sie es wirklich sind. Sie hätten ja irgendwer sein können. Irgendwas. Was Sie auch wollen, es wird von selber an die Oberfläche kommen. Ich bin zwar neugierig, aber Omega an sich interessiert sich überhaupt nicht für Sie. Verstehe ich, alles klar. Morden. Ich suche nach Morden Solus. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Morden immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Kennen Sie ihn? Was können Sie mir über ihn erzählen? Er gehörte früher zur Special Task Group der Salarianer. Er ist brillant und enorm gefährlich. Aber bloß kein Gespräch anfangen. Er hört sonst nicht mehr auf zu reden. Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man Sie reinlässt. Okay, alles klar. Danke für die Information. Bringen Sie bloß die Seuche nicht hierher. Alles klar. Nee, hab ich nicht vor, ne? Seuche und ich, das passt auch nicht so gut zusammen. So, wenn wir jetzt die Map öffnen, was haben wir denn hier alles? Söldner, hier werden die Söldner angeworben. Wir gucken uns erstmal noch ein bisschen um. Vorbild hat sich erhöht. Gibt es hier noch mehr zu sehen? Was soll's? Ganz schön stark. So, hier geht's zu den Söldneranwerbergedönse. Privatraum verschlossen. Reden wir mal mit dem hier. Moin. Ich habe gehört, dass Sie rekrutieren. Warum kommen Sie nicht rein? Ja, sehr gerne. Sie werden bezahlt, wenn der Job erledigt ist, wie alle anderen auch. Wer ist der Nächste? Na, so eine Süße. Sie sind am falschen Ort, Schätzchen. Zu den Stripperinnen geht's da lang. Wow, nicht mal ein Lächeln. Sie wollen hier also kämpfen, was? Man hätte jetzt irgendwie auch hauen können oder so, aber ich bin ja ruhiger Fahrer, ne? Sicher, ich suche nach Archangel. Sicher, wenn das hier der Ort ist, wo es Archangel an den Kragen geht. Das ist er. Standardbezahlung sind 500 Credits pro Nase. Fällig nach Erledigung des Jobs. Wenn Sie draufgehen, bekommen Ihre Freunde dafür nichts. Sie brauchen eigene Waffen und Panzerung. Aber das scheinen Sie ja schon zu haben. Und dadurch gehören Sie weder zu den Blue Suns noch zu Eclipse oder dem Blood Pack. Sie sind eine Freischaffende. Basta. Noch Fragen? Angriff der Söldnertruppe. Warum arbeiten die Söldner zusammen, um Archangel auszuschalten? Sie sind wohl noch nicht lange auf Omega, oder? Mm-hmm. Er tut alles, um uns ins Handwerk zu pfuschen. Lieferungen gehen verloren, Operationen werden verraten. Und jeden Monat wird es schlimmer. Tarek und die anderen Bosse sind es leid, Credits zu verlieren. Und Männer. Tarek? Ist er einflussreich? Wie viele Söldnerbosse sind denn an dem Angriff beteiligt? Ja, Tarek ist der Anführer der Blue Suns, aber alle drei Bosse führen die Operation gemeinsam durch. Jareth führt Eclipse an und Garm ist der Kopf des Blood Pack. Tarek ist der Boss, aber die anderen würden das nie zugeben. Mich überrascht, dass sie überhaupt etwas hiermit zu tun haben, aber Archangel loszuwerden ist das wohl wert. Verstehe. Wie sieht der Plan denn aus? Gehen wir einfach rein oder wie läuft das? Was machen wir, wenn wir dort sind? Wie kommen wir zu Archangel? Die Söldner sagen es ihnen, wenn sie da sind. Mein letzter Informationsstand ist, dass die freischaffenden Kundschaftertrupps bilden, die als Ablenkungsmanöver für Archangel in Wellen angreifen, während wir versuchen, seine Verteidigung zu knacken. Ablenkung? Wir sind also nur Kanonenfutter? Wenn es Ihnen nicht passt, heuern Sie nicht an.
Aber wenn sie ihren Job gut machen, sind es leicht verdiente Credits. Außerdem, wie hoch ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass er sie alle erwischt? Und warum Archangel? Ziemlicher Aufwand für einen einzigen Kerl. Er hatte ein ganzes Team, aber darum haben wir uns gekümmert. Jetzt ist er ganz allein. Aber er hat zwei Vorteile. Es ist seine Operationsbasis und er weiß, dass wir kommen. Er ist auf einen Angriff wie diesen vorbereitet. Wir haben bei dem Versuch, zu ihm vorzudringen, schon viele Männer verloren. Wir sind auf seinem Gebiet also unterwegs. Das ist gefährlich. Es wird nicht einfach, zu ihm vorzudringen. Als würde man Vulture aus der Kanalisation raustreiben. Aber genau dafür rekrutieren wir Leute. Wenn wir ständig neue Kämpfer auf ihn hetzen, kriegen wir ihn schon irgendwann. Wo müssen wir genau hin? Wo findet der Angriff statt? Archangels Operationsbasis. Er hat sich die ganze Zeit direkt vor unserer Nase versteckt. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo es hingeht, aber wir sorgen für den Transport. Alles klar, dann los geht's. Wohin geht es? Gehen Sie einfach rüber zum Transportdepot neben dem Club. Einer unserer Jungs holt Sie dort ab. Schicken Sie den nächsten rein. Hey, kann ich mich hier verpflichten? Wie alt sind Sie? Sie sind etwas zu jung, um als freischaffender Söldner zu arbeiten. Ich bin alt genug. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Ich weiß, wie man eine Waffe bedient. Archangel auch. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Außerdem habe ich gerade 50 Credits für diese Pistole hingelegt. Und hier ist Ihr Geld zurück. Hey, was haben Sie? Vertrauen Sie mir. Eines Tages werden Sie mir dankbar sein. Oh, ich habe sein Leben gerettet, aber das hat ihn traurig gemacht. Okay, so. Jetzt schauen wir uns mal die Quests an. Das ist ja Journal. Nicht Journal, Log. Müssen wir so machen. Tagebuch. Alter. Missionen. Kann man das irgendwie sortieren lassen? Nach Name sortieren? Ah, hier. Nach Aktualität. Nach Name, nach Aktualität. Ich hätte das gerne nach Auftragsort sortiert. Na gut. Die Gefangenen. Archangel. Zum Transport abgehen, okay. Mir wäre aber so, als gäbe es eine Möglichkeit, sich nur anzeigen zu lassen, was in dieser Welt jetzt wichtig ist. Na gut, wir gehen mal zum Transportdepot. Waren wir auch schon in der unteren Ebene? Wo geht das hier hin? Gehen mal umgucken, wenn wir da sind, ne? Moin, hier noch irgendjemand Lustiges am Start? Er sieht halt auch... Ja, ich weiß. Hey, hier ist nochmal ein extra Raum. Das erinnert aber sehr an früher, ne? Borwan. Moin. Ne, nicht noch einen Drink. Also wir müssen auch schon ein bisschen klaren Kopf behalten, ne? Reingehauen. Tschüss. Erstmal mitdancen. Okay, reicht. Wir müssen immer noch der Mission. Hallo, ein bisschen Fokus bitte. Shepard hat hier entspannt Zeit, noch ein bisschen zu dancen, ist gar kein Problem. Weiß ich nur, ob wir noch mit irgendjemandem quatschen können hier. Oh. Erstmal ein bisschen zuschauen, ne? Nach vorne legen, wir sind sehr interessiert. Aha, das sind aber sehr schöne Dance Moves. Und Trinkgeld geben. Das ist nur höflich. Danke, hat auch schon gereicht. Ne? Wir haben es ein bisschen eilig. Hier wird auch gedanced. Es geht noch weiter runter. Wo geht's hier hin? Ein Patriarch. Also ich habe Arya gesagt, natürlich wusste ich, dass er kommt. Man nennt mich doch nicht umsonst Oracle. Nicht jetzt haben. Ich kenne Sie nicht, Mensch. Ich bin der Patriarch. Arias Patriarch. Was wollen Sie? Erzählen Sie mir doch mal was. Was ist denn ein Patriarch erstmal? Warum nennt man Sie den Patriarchen? Es heißt, ich würde alles wissen und sehen. Weil ich irgendeine biotische Fähigkeit habe.
Und sie halten mich für verrückt. Sie hat mich als Berater behalten. Und als Trophäe. Trophäe? Aria? Was wissen Sie über Aria? Vor ein paar Jahrhunderten gehörte Omega mir. Als Aria ankam, hatte sie nichts als ihre Kleidung. Ich dachte, sie wäre nur eine Tänzerin. Sie hat die eine Hälfte meiner Männer umgebracht und die andere überzeugt, dass sie den Laden besser führen kann als ich. Sie kam zu mir, hier in diese Bar. Wir haben den Laden zerlegt. Sie hat eines meiner Herzen zerquetscht, die Hälfte meiner Knochen gebrochen und mich am Leben gelassen. Warum? Warum hat sie sie am Leben gelassen? Sie zerstört nicht, was sie noch brauchen kann. Sie sagte, ich bekäme alle meine bisherigen Vorrechte, wenn ich ihr Berater würde. Ich wusste, wie die Dinge laufen. Ich wusste, bei wem ich mich anlehnen konnte, wen ich niederschlagen und wen ich anlächeln musste. Und alle, die mich respektiert hatten, sahen mich besiegt und gebrochen. Sie wussten, dass sie trotz all meiner Kraft die Stärkere war. Kriegsgeschichten? Ein so alter Kroganer wie Sie hat bestimmt einige großartige Geschichten zu erzählen. Ich habe vor langer Zeit gelernt, dass niemand wirklich an alten Kriegsgeschichten interessiert ist. Man fragt nur danach, damit ich das Gefühl bekomme, noch für irgendwas zu taugen. Wenn Sie lange genug bleiben, werden Sie alle meine Geschichten hören. Vielleicht fallen Ihnen ja sogar selbst ein paar neue ein. Alles klar, ich muss dann erstmal los, ich ne? Ich muss jetzt gehen. Eingehauen. Sonst noch jemand hier? Okay, meine Lieben, der Horn hat gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle wieder so ganz klar gemütlich einen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentar und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.